So, eine neue Runde mit der Heldenliga. Was spielen wir denn? Schlachtfeld der Ewigkeit spielen wir. Meine Favoritenhelden. Könnte es hier richten? Gucken wir mal, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich kann mal wieder Lilly spielen. Okay, der will Heiler spielen. Gibt es irgendwas anderes, was ich spielen könnte? Ich muss einen Tank spielen, okay. Dann spiele ich Moradin. Moradin übrigens bald Level 9, das heißt, ich kann das Gold absnacken. Absnacken, auch wieder so ein. Keine Ahnung, wie ich das hier habe. ADC. Ich spiele mit Double Tank, das ist interessant. Okay, ich wollte gerade schon schreiben, gebraucht. Oh nein. Ach, sie waren das gebannt, okay. Ah, da darf er wohl doch Tracer spielen, eventuell. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, funktioniert der Polymorph gegen ATC, wenn ihr den Moss Sweet anhat und Braving natürlich nicht drin steht? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte kein Tracer, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die brauchen auf jeden Fall Damage. Voila. Hat der ein Glück. Last Picker und darf Tracer spielen. Naja, mal gucken, ob er den beherrscht. Oh, sorry Leute, ich bin ein bisschen müde. Bei Tanks haben macht es jetzt schon Sinn. Das ist immer ein Bug. Habt ihr das auch, dass die Textur nicht angezeigt wird, sondern nur das Model? Das reine Model ohne Textur. Heizert hätten wir gut gebrauchen können. Haben wir den Counter dagegen? Ja, wir haben eventuell Polymorph. Und wir haben natürlich Ray. Wir spielen beide zusammen. Karasim, wir haben. Bravewing. Mal gucken. Noch bin ich mir nicht ganz sicher, was wir mit dem Lineup hier erreichen können, aber wir schauen uns das mal an. Vielleicht geht ja was.
So, mal gucken, ob ich noch zwei Partien hinbekomme, die und dann noch eine. Jetzt nicht immer am Stück, weil ich nicht mehr die Zeit dafür habe. Zwei Partien passen aber nach wie vor noch in meinem Rahmen rein, obwohl ich auch nicht glaube, dass ich habe ja. Ich schaue mir ja trotzdem meine Abrufe an. Und im Moment sieht es ja nicht so gut aus mit meinem Kanal. Aber ich werde trotzdem weitermachen. Es war nicht abzusehen, dass das passieren wird. Aber ja, mal gucken. Vielleicht muss ich dann doch mal versuchen, ein bisschen mehr für mich die Werbetrommel zu rühren. Aber das ist ein anderes Thema. Haben die viel Auto-Attack? Ich werde mal trotzdem auf Blocken gehen. Oh, das war ein Missklick. So, ich werde mir jetzt schnell zum Brunnen gehen. Vor den Lebenspunkten will ich dann doch schon anfangen. Die Deffen. Ja, wir sollten hochgehen. Mehr Puste und wird auf Death spielen. Hey, ich war schon lange weg. Wir müssen andernorts weiterkämpfen. Alles so knapp. Obwohl, können wir wohl auch noch schaffen. Ja. Dann brauch's noch mit. Dann gehe ich doch nochmal zum Brunnen. Mit so wenig Mana beim nächsten Jump habe ich dann nämlich ein Problem. Du musst da weg. Du musst da weg.
brauche hier tatsächlich mal ein bisschen Hilfe. Hä? Sind die alle drei? Ja, das sind ja nur fünf Leute. Da unten. Nehmt euch in Acht, Sterblicher. Ich werde bald erscheinen. Und mit mir. Du musst weg. Hat schon angefangen, das ist gut für uns. Immer mal ein bisschen aufpassen. Ich stehe hier drin, ne? So ätzend. Ich muss eine neue Position beziehen. Oh nein. Echt mal. Ah, kann passieren. Das Eingestehen der Fehler. Der erste Schritt zur Besserung. Ja, den werden wir wohl jetzt nicht bekommen. Ach, das war. Nein, das hat nicht so ganz gut, was sie da gemacht hat, die Nova. Hätten wir sie alle einfach sterben lassen sollen, anstatt da reinzugehen in den Teamfight. Ich hab's gewusst, dass er es live macht. Ich wollte noch rausjumpen. Hat aber nicht gereicht. Das extra gemacht, nur um mich zu kriegen. Oh, die geht aber auch immer. Oh je. Vierzehn Sekunden, das wird knapp. Und
Scheiße, wir müssen da angreifen. Was tut ihr? Oh Mann, jetzt hat uns zweimal Nova das Spiel gekostet. Zweimal. Bitte. Schaffen wir doch nie im Leben. Und wir sind gleich in 80 Gramm wieder da. Oh Mann. Nein! Oh mein Gott, ist das bitter, weil ich den einen Schritt noch nach oben gemacht habe. Ah, again and again. Wieder ist Nora draufgegangen. Halt auch einfach kein Mana mehr hier, um irgendwas zu machen. Zwei Level Rückstand. Und warum? Weil Nova zweimal unnötig drauf geht, ey. Dreimal jetzt schon unnötigerweise draufgegangen. Wir kriegen keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Ich schreib mal GG. Die haben uns die ganze Hütte eingerissen. Aber wenn ich zusammenspiele. Die eine Situation, wo wir unten den Immortal machen und die kämpfen beide oben und werden abgegriffen. Das ist so doof.
Wir hatten so einen schönen Start ins Match und dann haben wir so eine Nova, die einfach nur Kacke spielt, ey. Wahnsinn. Aber gut, so ist es nun mal mit dem Spielchen. Also ich sag mal so, er spielt ja nicht ganz scheiße, aber das waren zwei, drei Situationen dabei, die ich, keine Ahnung, da frage ich mich, hat er doch schon. Oh nein, jetzt habe ich wieder keine Lebenspunkte. Und kein Mana. Ja, er macht's richtig, er deft. Ich hätte auf Damage gehen sollen, wir haben ja noch, obwohl, nee, ich bin schon voll auf Damage, weil der wahrscheinlich auf Damage geht. Ey, jetzt sterbt er nicht wieder unnötig, das gibt's nicht. Mach doch lieber hier mal bei uns mit, verflucht. Anstatt da rumzufummeln. Wieder nicht, ey, das gibt's doch nicht. Also dieser Nova jetzt schon das vierte Mal, was mir da auffällt. Mach doch einfach Damage auf uns mit, ey. Ihr seht doch, dass wir damit nicht zurechtkommen. Boah, was für ein mieses Spiel. Ja, sollte man lieber die Klappe halten.
Lief nicht so berauschend. Es war trotzdem ein Spiel, sag mal so, wir hatten 1924, das geht immer noch, aber da war echt einiges lief da schief. Nova habe ich viermal gesehen, wo sie Quatsch gemacht hat. Einmal läuft sie da unnötig rein, lässt sich dann abfarmen von allen dreien. Was machen wir? Wir gehen rein und sterben. Alle gemeinsam, dann nur weil wir sie retten wollen. Dann Tyrael und Nova oben, während wir den Immortal machen. Oben in der Top-Lane, was so eine Schwachsinnsidee war. Und dann pingen wir noch, dass die alle hochkommen und die lassen sich da fröhlich, freudig abfarmen. Dann jetzt wieder am Ende. Nova sieht doch, dass wir Probleme mit den Immortal haben. Einfach zu uns kommen, statt da wieder zu versuchen drauf zu gehen und auf den Immortal einfach schießen. Wieder so eine Schwachsinnsidee. Also, weiß ich nicht. Das sind alles Sachen, die müssen nicht sein. Wir hätten das Spiel vielleicht locker gewinnen können, aber meine, der Damage war okay, da will ich gar nichts dagegen sagen, aber es sind so die Kleinigkeiten, die dann halt immer. Aber ich will wie immer nicht sagen, dass ich super gut gespielt habe. Zuletzt aber dann leider dann auch keinen Fokus gehabt. Ich habe mich leider auch immer nur auf Atanis und auf ATC gestürzt. Zwischendurch mal auf den Heiler gegangen und eine Situation gab, wo ich Karazim eigentlich schon fast down hatte, aber ich und Tyrael haben das dann halt nicht zusammen hinbekommen. Naja, vielleicht in der nächsten Partie. Mal gucken. Also, ciao.